Wir sind hier in Augsburg. Die Fans stimmen sich ein auf das Spiel gegen Russland gleich. Und ich stürze mich mal ins Getümmel mitten rein. Was ist das Tolle am Eishockey? Was ist so faszinierend an diesem Sport? Das Faszinierende an dem Sport ist, es ist der schnellste und härteste Mannschaftssport der Welt. Das macht es so spannend. Selbst ein 3-0, 2-Minuten Verschluss ist noch nicht gewonnen. Das ist in anderen Sportarten anders. Was ist das für eine Atmo, zur deutschen Nationalmannschaft zu fahren? Wenn alle Vereine sich treffen, die Spieler aus verschiedensten Vereinen, die Fans aus verschiedenen Vereinen. Was ist das für eine Atmosphäre? Das ist die beste Atmosphäre überhaupt, im Gegensatz zum Fußball. Das Eishockey lebt eigentlich von der Nationalmannschaft. Jede Sportart lebt von seiner Nationalmannschaft, ist das Aushängeschild. Das deutsche Eishockey an für sich krankt eben so mit dem fehlenden Auf- und Abstieg und dem ganzen Zeug. Deswegen das einzigste Highlight, was wir noch haben, ist die Nationalmannschaft jedes Jahr. Sag mal, Klatscher, ihr seid die Reisegruppe Hässlich. Warum, frage ich mich bei so einem schönen Mann nicht. Aber du willst mir deinen Rücken mal zeigen, ne? Das kann ich machen. Lass mal sehen. Da haben wir nämlich die Deutschlandkarte mit allen Vereinen von der Reisegruppe. Das ist einfach der Wahnsinn. Ihr kommt aus Norddeutschland, aus Süddeutschland, Ost und West. Trefft ihr euch einfach zu Nationalmannschaftsspielen oder trefft ihr euch generell bei Vereinsspielen auch? Also komplett zusammentreffen uns eigentlich nur zu Weltmeisterschaften oder eben Deutschland Cup, aber auch da fehlen welche. Super Deutschland, ole! Super Deutschland, ole! Ey, wenn das keine Fans sind, Mann, geile, geile Stimmung. Wir freuen uns alle aufs Spiel heute Abend. Klatscher ist da, König Tadi ist da hinten, ich schlag mich mal durch. Alles fit? Alles wunderbar. Läuft das Spiel bisher? Ja, wir sind besser, aber läuft. Sieht trotzdem gut aus. Es eskaliert schon wieder, aber im gesunden Rahmen. Das ist ja das, was uns, ich wiederhole es, von den Fußballern unterscheidet. Es eskaliert in gepflegtem Rahmen. Mit diesen Worten, glaube ich, können wir hier weiter feiern, oder? Richtig, ja, vollkommen korrekt, was der junge Mann da neben Ihnen sagt.